U. Punkt, N. Punkt, E. Punkt, R. Punkt, H. Punkt, Ö. Punkt, R. Punkt, T. Punkt, E. Punkt, S. Punkt, W. Punkt, G. Punkt, Sebald. Worte verschwinden nicht so leicht. Ich glaube, sie werden an einem ganz geheimen Ort gesammelt und bewahrt. So lange, bis jemand kommt und sie ausspricht, so dass man sie hören kann. Sie gehen nicht verloren. Ich bin mir sicher, es gibt viele Worthüterinnen und Worthüter auf der Welt. Es könnte sein, ich bin einer von ihnen. Ja. Ja. Oh, ja. Manche Worte wohnen im Kopf und verselbstständigen sich dort, unerhört und doch so laut. Meine Worte sprechen oft mit sich selber. Sie tun so, als wären sie allein. Dabei höre ich ihnen doch zu. Wo die wohl alle herkommen, die Worte, und was die sich so einbilden. Ohne mich zu fragen, machen die, was sie wollen. Sicher, dass das gar nicht meine Worte sind, die da so unverblümt aus meinem Mund herauspurzeln. Schließlich kenne ich meine Worte ganz genau, meine eigenen, in- und auswendig. Wem gehören diese fremden Worte? Dir? Also ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch so aufgeregt? Ich habe gehört, es soll unterschiedliche Orte geben, wo wir aufgestellt werden. Und ich würde mich total freuen, wenn ich auf einer Lichtung aufgestellt werde, wo Hunderte, ja vielleicht sogar Tausende von Leuten an mir vorbeikommen und diese wichtigen Botschaften von W.G. Sebald lesen werden. Ich habe schon so viel von diesem berühmten W.G. Sebald gehört. Aber davor werden wir geschrubbt und geputzt und so richtig auf Vordermann gebracht. Ich stehle. Meine Inschrift ist für einen berühmten Schriftsteller, Sebald. Sebald, ein Sohn aus Wertach, in Wertach geboren, bekannt in der Welt, weltberühmt. Ich habe gehört, dass seine Werke international in 20 Sprachen übersetzt wurden. Ich werde dann besucht, gelesen, erkannt, erhört. Ich bedruckt mit einem Text von Sebald. Wer war dieser Sebald überhaupt? Er suchte in der Vergangenheit die Wahrheit. Seinen Weg zu gehen. Und da brauchen Sie 19 Jahre, dass Sie diesen Weg schaffen? Ich glaube es ja wohl nicht. Sie wollten wohl nichts mit der Geschichte zu tun haben. Nun ja, da sind Sie nicht alleine. Aber jetzt wird die ganze Welt nach Wertach kommen. Durch uns werden die dunklen Botschaften hell erleuchtet. Wusstet ihr, dass seine Werke bereits in den 80ern entstanden sind, aber vor allem in Deutschland erst viel später wahrgenommen wurden? Eine Hinterlassenschaft von außergewöhnlicher Bedeutsamkeit, detailliert und lange, lange Naturbeschreibungen, Schachtelsätze. Er konnte also, nachdem er mit ihm ein paar weitere Worte über diese elende Jahreszeit gewechselt hatte, bloß mit dem kleinen ledernen Rucksack über die Schulter durch die an Niemandsland grenzenden Moorwiesen und den Alpsteigtobel hinab nach Krummenbach und von dort über das Unterjoch, die Pfeifermühle und das enge Glätt nach W hinausgehen.
Kein Laut gab es in dem Tobel, als den des Wassers auf seinem Grund. Kein Vogelgeschrei, nichts. In zunehmendem Maße verspürte er ein Gefühl der Beklemmung in seiner Brust. Und es war ihm auch, als ob es, je weiter er hinunterkäme, desto kälter und finsterer werde. Und wenn ich solche Wege gehe, stelle ich mir vor, was da wohl alles liegen geblieben ist und was da wieder hochkommt, so wie das Unerhörte. Worte haben eine große Macht. Sie erschaffen Räume, in die man eintauchen kann, um sich zu erinnern. An Zeiten, die einmal waren, an Zeiten, die einmal kommen werden, oder an Zeiten, die sind. Draußen vor dem winzigen Fenster trieben die Schneeflocken vorbei und bald kam es ihm vor, als befände er sich in einem Kahn auf der Fahrt und überquerte ein großes Wasser. Der feuchte Kalkgeruch verwandelte sich in Seeluft. Er spürte das Schwanken des Bodens unter seinen Füßen und er überließ sich ganz der Vorstellung einer Fahrt aus dem überschwemmten Gebirge hinaus. Am meisten aber sind ihm aus der Krummenbacher Kapelle die Kreuzwegstationen in Erinnerung geblieben. Er konnte sich nicht daran erinnern, ob er als Kind mit dem Großvater, der ihn doch überall hin mitgenommen hat, jemals in der Krummenbacher Kapelle gewesen ist. Dabei ist ihm möglicherweise ausgelöst durch die armseligen Bilder in der Krummenbacher Kapelle Tiepolo wieder in den Gesinn gekommen und die von ihm lang gehegte Vorstellung, wie er mit seinen Söhnen Lorenzo und Domenico im Herbst 1750 von Venedig aus über den Brenner gezogen ist und sich in Zirl entschlossen hat, nicht, wie ihm man ihm geraten hat, über Seefeld hinaus ins Tirol zu gehen, sondern westwärts den Weg zu nehmen über Telfs, hinter den Salzfuhrwerken her, über den Fernpass, den Geichtpass, durchs Tannheimer Tal, übers Oberjoch und das Illertal hinaus ins Unterland zu nehmen. Stellte sich vor, wie die Kombattanten mit rußgeschwärztem Gesicht, Gewehr im Anschlag, über Felsen und über Abgründe springend, atemlos in der Luft verhaltend, aber nur so lange, wie er den Atem anhielt und die Augen zu hatte. Als er aus dem Blatt herauskam, war es draußen nahezu Nacht geworden. Aus den grünen Wiesen stiegen die weißen Nebel und vom weit entfernten Flusslauf erhob sich die schwarze Sägmühle. Zudem berührte es ihn nun seltsam, dass auf dem ganzen Weg durch das Unterjoch ihm kein einziges Fahrzeug entgegengekommen war und dass ihn auch keines überholt hatte. Sebald war ein Naturliebhaber, Geschichtenspitzel, Judenfreund, Verleugnungshasser, Meister des Lauschens, Notwender, Opferspezialist, Geheimrat, Fortlaufentwickler, Dunkelliebhaber, Wahlfamiliengefährte, Rückblicker, Ausgewanderter,
Heimatflüchtiger, Geheimagent, Worthüter, Geschichtenverweber, schwer vergebender, Wahrheitsfinder, Mahnmaler. Also diese letzten 15 Jahre, die sind ja wie im Flug vergangen. Ging es euch auch so? Ja, also ich schaue immer noch so gut aus wie am ersten Tag. 15 Jahre hier für nichts. Hat sich irgendwo etwas geändert? Zum Schlechten, wenn überhaupt. Da ist bestimmt was hängen geblieben. Und ich denke, das haben die Menschen nicht vergessen. Um die Grausamkeit, die ihn erschüttert hat und die ihn umgebracht hat. Ob die Leute begriffen, was die Stelen erzählen wollten? Norm passt hier nicht in die Norm, ja. Will kein Mensch hören oder haben. Mhm. Das ist so cool, benimmt ne? man sich ja. nicht. Da höre ich Ihnen jetzt nicht zu. Genau. Benehmen. Was bitte ist der Grund? Ich frage Sie, was ist der Grund für all das? Ich bin mir sicher, Sie haben auch eine eigene Meinung dazu, oder? Sie sind doch differenziert genug. Sie können doch unterscheiden und klar denken. Sie schauen so aus, als ob Sie das alles nichts angeht, was hier passiert. Glauben Sie wirklich, es geht Sie nichts an? Es geht uns auch nichts an. Ah, wem geht es denn was an? Waren Sie denn nicht dabei? Sie haben also nichts gesehen, nichts gehört, nichts gelesen? Ihr habt Schiss. Es sind viele, sehr viele. Müssen wir das tun? Man muss was tun! Die bringen es rauf und runter in den Nachrichten. Ich war nicht dabei. Ah, Sie? Gerade Sie waren also nicht dabei? So ein Geschmiere an den Türen und Wänden kann man gar nicht sehen. Ich muss nicht überall dabei sein. Sind Sie aber? Um wen geht es hier eigentlich? Um uns. Und die anderen? Wer sind die anderen? Menschen! Menschen. Fühlt ihr euch auch so schuldig? Die wohnen doch schon Jahrzehnte da. Diese Zeichen an den Türen und Hauswänden sind so schrecklich. Welche Zeichen? Die muss man doch wegmachen. Und dann noch auf den Mänteln. Also ich würde mir keine Zeichen geben lassen. Geschweige denn irgendeine Nummer. Glaubst du wirklich, du könntest dich erwehren? Sie werden uns alle holen. Du bist doch blond. Wen trifft es als nächstes? Sie nicht. Na, die Hausnummer 2. Die Kinder auch? Ich denke, die werden nicht verschont bleiben. Die alte Dame, die jungen Frauen, der Apotheker? Die ganze Familie. Alle zusammen. Verstehen Sie das? Man kann so etwas nicht verstehen. Aber tun kann man was. Was denn? Aufstehen. Dann bist du erledigt. Das darf uns nichts angehen. Das muss uns was angehen. Die vom Platz in Haus Nummer 16 haben Sie schon mitgenommen. Die kommen nicht mehr. Nie mehr? Nein, nie mehr.
Jedes Wort hat seinen richtigen Platz. Es wurde gefunden, um genau das zum Ausdruck zu bringen, was es bezeichnet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn Worte stimmen, gibt es ihnen nichts mehr hinzuzufügen. Dann ist alles gesagt. Danke, W.G. Sebald, für Ihren kompromisslosen Fokus auf Unerhörtes. Weniger Worte sind viel besser als eine Vielfalt an Worten, weil ich dann besser zuhören kann. Die Worte brauchen nämlich ganz viel Zeit, bis sie überall dort ankommen, wo ich ihnen schon einen Platz angeboten habe. Alle Worte sind beseelt. Ich höre sie im stillen Raum zwischen dir und mir. Dabei entstehen so Blasen, vielerlei Blasen, in allen Farben und Gerüchen und voller Gefühle. Am liebsten mag ich die Blasen, die so hell und wunderschön leuchten, weil da ganz viel Liebe drin ist. Ja, das ist gut.